Fabian aus der Nähe von Augsburg ist Chef von den Offroad Monkeys. Ja, und in der Szene sind sie bekannt wie ein bunter Hund. Ganz oft habe ich jetzt heute hier auf der Messe schon Installationen gesehen von den Offroad Monkeys. Sie sind nämlich die Spezialisten für Zubehör rund um das Thema Offroad Camping. Hallo Fabian, grüß dich. Hallo, grüß dich, servus. Ja, das ist ein tolles Auto, das ist ein Showcar, was ihr habt, aber das fährt auch wirklich, oder? Genau, das ist jetzt speziell der Defender, für den wir unsere Produkte eben anfertigen. Und wie du schon gut erwähnt hast, wir sind Spezialisten im Bereich Zubehör, vor allem in den Verschleißartikeln wie Türscharniere, Motorhaubenscharniere, Hecktürscharniere. Und das Ganze, wie man hier sehen kann, machen wir eben aus hochfestem Aluminium mit Schmiernippel, damit man sauber fetten kann, mit einer UV-beständigen Beschichtung. Wir haben hier auch so ein paar Gimmicks drin, wie jetzt hier diese Umklappfunktion für den Rückspiegel, damit man im Hängerbetrieb einfach das Sichtfeld nach hinten erweitern kann. Muss man natürlich wieder klemmen bei der Fahrt, aber zur Demonstration habe ich es immer ein bisschen offen. Oder hier die Scheibenrahmenhalter mit einem kleinen LED-Scheinwerfer, die Motorhaubenscharniere. Genau, da haben wir eben so ein... Ja, jetzt mal eine Frage, das ist im Original nicht gut genug, oder? Nein, also original ist es eben aus gegossenem Stahl, das eben über lang oder kurz bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger schnell zum Rosten, zum Oxidieren anfängt. Bei den Hecktürscharnieren, die brechen zum Teil und dann hat man beim Türaufmann die Tür in der Hand. Und das eliminieren wir eben, wenn man die Produkte von uns verwendet. Okay, das heißt, ihr seid die Spezialisten speziell für das Modell oder ist das bei den neuen auch noch so? Für die neuen haben wir tatsächlich noch nichts, da ist das Problem noch nicht so groß am Anfang, aber wir haben unsere Produktpalette für die Mercedes G-Klasse erweitert und im nächsten Jahr steht auch schon der Jeep Wrangler auf dem Plan und so erweitern wir unser Portfolio. Habt ihr schon mal das, was ihr produziert, im Original schon mal gesehen an Fahrzeugen, die auch von Jeep verwendet werden, dass die gesagt haben, okay, das rüsten wir mal nach? Ja, natürlich. Also wir orientieren uns immer daran, was die Kunden wollen. Und so eine Messe ist für uns immer ganz gut, um ein bisschen Feedback zu bekommen von den Kunden, was wird gebraucht und was wird gewollt. Wir schauen dann eben, ob das Problem groß genug ist, ja, damit wir das eben lösen können. Da haben wir noch so ein paar Gimmicks wie den Tankdeckel zum Beispiel. Das ist so ein Highlight, ja, am Tank, ist nicht überlebenswichtig, aber schaut einfach schick aus. Okay, ich verstehe schon so langsam, wie die Reise hingeht. Das heißt, das ist überlebenswichtig. Das heißt, wenn gerade jetzt hier Lasten dranhängen, ist das belastbar? Genau, also das originale Rad, das Reserverad, das hinten dran hängt, das hat erleicht mal 30 bis 40 Kilo, je nach Ausführung. Und die Scharniere sind nicht stabil genug. Die würden einfach zum einen rosten sehen und zum anderen auch ausleiern. Und wir haben auch schon Kunden gehabt, bei denen ist bei der Fahrt die Tür weggefallen. Ehrlich? Ja, also okay. Kommt natürlich oft war es ein Extremfall, aber es gibt's alles. Und der Defender-Fahrer, der weiß einfach das Problem, gerade bei der Hecktür und mit dem Reserverad, das kann man eben ganz gut lösen, indem man unsere Scharniere verwendet. So, ich zeige mal gerade hier vorne auch noch was Schönes. Das ist auch von euch hier? Die Kennzeichenbeleuchtung ist von uns. Und die Leiter? Die Leiter ist nicht von uns. Okay, die Leiter ist nicht von dir. Die Kennzeichenbeleuchtung? Genau, das ist eine LED-Beleuchtung, auch so ein bisschen mit einem Spruch mit drin, so ein bisschen witzig gesehen, my land is cooler than yours. Das sagt man, darf sie selber nicht immer so ernst nehmen. Das glaube ich dir. So, das hier vorne ist auch von euch, hier der Halter. Das der Sandreich. Halter ist vom Kunden von uns, vom Paromobil, die man aber über lang oder kurz wahrscheinlich bei uns beziehen kann. Ansonsten ist das hier unser Show-Fahrzeug und da hat man auch hier nochmal die Produkte mit drin. So, ich zeig mal gerade. Also das Heckscharnier, das ist jetzt eins oder sind das alle? Das ist ein Türscharnier und die Preise sind immer im Setpreis dargestellt. Also je nachdem, ist beim Zweitürer sind es 4 Scharniere, beim Viertürer sind es 8 Scharniere. Scheibenrahmenhalter sind es 2 Stück, Hecktürscharniere sind es 3 Stück, Motorhaube sind es auch 2 Stück. Sieht so aus, als wäre es gefräst? Das ist alles aus dem Vollen gefräst und vor allem made in Bavaria. Das ist mir ganz wichtig. Also wir machen alles von jedem Drehteil, Frästeil. Wir schneiden auch unsere eigenen Dichtungen aus Kunststoff. Wir haben einen Laser, Messmaschinen. Also wirklich von der Idee, von der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Vertrieb, Marketing, alles bei uns im Haus und alles von einer Hand natürlich. Das ist ja vollkommen interessant. Das heißt, ich nehme an, dass ihr das weltweit auch verschickt. Das ist hier das Original? Das ist das Originale, genau. Also das ist noch nicht so stark verrostet, aber man merkt, man kann es nicht mehr bewegen. Mhm. Und das ist genau das Problem, weil die sind oben offen. Da kommt dann Wasser rein, Sand rein, Salz, ganz egal. Und irgendwann, wenn man es nicht mehr bewegt, dann
rostet es halt zusammen. Was? Also die haben Stahl mit Alu gemischt. Ist das denn sinnvoll, Stahl und Alu zu mischen? Gibt es da Probleme nicht mit Kontakt, zum Beispiel Korrosion? Ganz genau. Und das ist auch ein Thema, wo wir das eben ganz stark hingearbeitet haben. Und zwar, wir entkoppeln nämlich alles. Wir haben hier spezielle Dichtungen zwischen Scharnier und Karosserie, damit wir das eben entkoppeln. Und wir entkoppeln mittlerweile die Schrauben vom Scharnier. Das heißt, unsere Edelstahlschrauben sind nie in Kontakt mit dem Aluminiumscharnier. Und so haben wir das Thema Kontaktkorrosion nahezu 100% gelöst. Sehr schön. Die Lampe, da habt ihr euch auch viel überlegt. Ist das jetzt mit Batterie oder ist es mit einem Kabel betrieben? Die Lampen, die werden als Zusatzscheinwerfer angeschlossen am Auto. Fest werden die. Genau, also wie in jedem Zubehörscheinwerfer einfach separat geschalten. Das ist wichtig, weil im Straßenverkehr ist nur ein Satz zulässig. Genau, das sind Hecktürscharniere, die auch gebrochen sind, wie man sehen kann. Oder das ist ein ausgeschlagenes Scharnier, das muss man einfach mal, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, aber das Spiel, das man hier hat, das ist natürlich in der Länge der Tür um ein Vielfaches dann. Mhm. Und beim Schließen der Hecktür muss man dann oftmals die Tür lupfen, damit es überhaupt noch zugeht. Okay, das ist das, was die Landy-Fahrer alle schon kennen, die Probleme. Sowas jetzt selbst zu machen und selbst zu fräsen und so weiter, du brauchst ja die entsprechenden Maschinen dazu. Ihr macht das selber? Genau, also wir produzieren komplett selber bei uns im Betrieb in Bayern, im Landkreis Eichach-Friedberg. Wir haben mittlerweile 20 Angestellte und eigene Drehfräsmaschinen, Laser, Messmaschinen, alles aus einer Hand. Das ist natürlich die Rückfahrkamera, ist auch spannend, oder? Genau, das ist auch so ein Gimmick, wo wir gesagt haben, okay, wir kombinieren jetzt die Kennzeichenbeleuchtung aus LED und machen auch noch eine Rückfahrkamera mit rein. Das ist auch im Komplettset einfach, das ist, sagen wir, einfach pfiffig gelöst, sage ich mal. Okay, das heißt, es gab ein Problem und du musstest gar nicht groß suchen, um, ich sag mal, solche Teile zu finden, dass die, ich nehme an, die Kunden haben dir das zugeschickt, oder? Ja, also wir haben, wie soll ich sagen, die Probleme sind ja bekannt, die eben rosten oder ausschlagen und die sind auch sehr gut sichtbar am Auto. Oder dieses kleine Teil, das ist so eine Abdeckung, so kann das ausschauen nach ein paar Jahren am Auto, das ist weiß, das ist ausgeblichen, das ist oxidiert und korrodiert und wir machen das eben wieder aus Aluminium und UV-beständiger Beschichtung, da kann sowas eben nicht mehr passieren. Und jetzt sagt man zwar 99 Euro, aber man kann ja mal versuchen, das selber zu machen. Gar nicht so easy, oder? Das ist tatsächlich vom Land Rover auch nicht recht viel günstiger. Ich glaube, von Land Rover kosten die zwei Stück 79 Euro. Echt? Tatsächlich. Also das ist so ein Artikel, da habe ich selber ein bisschen große Augen bekommen. Und bei uns ist ja noch mehr dabei. Es sind ja noch eben neue Gummidichtungen mit dabei, Edelstahlschrauben. Okay, das ist durchdacht. Ja, eben alles, was man benötigt, um das zu tauschen, ja. Das ist jetzt kein Teil, wo du eine Zulassung brauchst, dafür CE-Zeichen oder so? Nein, also zumindest uns nicht bekannt. Wir sind ja schon lange im Automotive-Bereich tätig und sind auch im engen Kontakt mit dem TÜV, haben für die Motorradteile, die wir herstellen, auch Teilegutachten, aber das sind jetzt keine fahrwerksrelevanten Komponenten oder bremsrelevanten Komponenten, von dem her ist uns da jetzt zumindest nichts bekannt. Das ist auch hier sehr, sehr schön zu sehen, die Hecktür, wir haben sie eben gesehen. Ja, das ist jetzt halt für die G-Klasse angepasst. Die G-Klasse, aber das Problem ist gleich. Ja genau, da sieht man es hier ganz gut natürlich, der Rost, der sich hier bildet und über lang oder kurz, also man kann es auch kaum bewegen. Ja. Und das machen wir eben genauso, nur von der Geometrie eben angepasst, auch abschmierbar mit Schmiernippel. Wir haben UV-beständige Beschichtung, wie bei all unseren Produkten, neue schöne Schrauben, hochfestes Aluminium und sind preislich, wenn man es jetzt aufs Komplettset betrifft oder vergleicht, sogar noch 400 Euro günstiger als bei Mercedes selber. So, das heißt also, der Preis, ich sag mal, das ist ja eine Sache, oft kriegen die Leute ja diese Ersatzteile in der Qualität gar nicht und die sind froh, dass sie das kriegen, wenn sie jetzt irgendwas restaurieren oder so. Genau, also in dem Bereich würde ich jetzt mal sagen, durch meine Recherchen, dass wir die einzigen sind, die so ein Produkt im Aftermarket-Bereich auch anbieten können und das ist halt auch so ein Thema, wir können halt liefern und zwar immer. Funktioniert natürlich nur, weil wir die ganze Fertigung bei uns im Haus haben und nicht auf die langen Lieferanten irgendwie angewiesen sind. Da haben wir zum Beispiel die Scheibenwischerwelle, auch für die Mercedes G-Klasse. Mhm. Machen wir aus Edelstahl mit Teflon-Gleitlagern hier vorne und hinten. Ach so, das ist so ein Teil, was gar mal kaputt geht, oder? Das eben genau im Winter über, wenn sehr viel Regen, Salz und ähnliches auf der Straße ist, dann packt das zu und verrostet dann. Mhm. Und wir entkoppeln das eben mit den Teflon-Lagern und in der Mitte ist noch eine Gummidichtung drin, damit kein Wasser reinkommt. Und es wird auch komplett jedes Teil wird einzeln bei uns gefertigt, sogar die Verzahnung, die wird nicht gerollt, sondern gefräst zum Beispiel. Und wir machen da von den vom Kugelkopf oder von den Scheiben wirklich alles bei uns. Sehr schön.
Bastian. Gott. Fabian. Fabian, ich habe schon fast deinen Namen gekannt, aber die Szene kennt dich. Du bist bekannt wie ein bunter Hund. Du bist am ersten Tag ja Rundgang gemacht. Ist das gut mit dem Händlertag, dass man da auch mal zu den Leuten hingehen kann, die Zeit hat? Das hat Vor- und Nachteile natürlich. Also die Gespräche, die ich so oder so gehabt hätte, die hätte man in einer ruhigeren Atmosphäre, sagen wir, oder hat man in einer ruhigeren Atmosphäre gestalten können. Aber für uns als Aussteller war es halt eher ein bisschen, naja, mühsam, den Tag dann rumzubekommen, weil die drei oder vier Gespräche, die wir geführt haben, die hätten wir so oder so geführt. Sehr schön, ja. Aber es war insgesamt okay für dich. Ich meine, für dich ist ja so eine Fachmesse natürlich extrem wichtig, oder? Abenteuer Allrad? Es sind zwei Faktoren, die zum einen wichtig sind. Natürlich präsentiert man sich und seine neuen Produkte und bekommt auch mal das Feedback der Kunden eben. Das ist der zweite Punkt, der eben wichtig ist. Was wird denn benötigt? Was ist denn gewollt und wo müssen wir denn weiterarbeiten? Und das war jetzt eben auch hier wieder der Fall, denn wir haben von allen Seiten jetzt wieder bekommen: Jeep Wrangler, Jeep Wrangler. Mach doch mal was für den Jeep Wrangler. Und ich habe jetzt heute auch noch mal ein paar Gespräche gehabt mit Ausstellern, die sich darauf spezialisiert haben. Weil es ist ihnen nicht nur wichtig, was die Leute sagen, sondern auch die Händler, die es dann auch später verbauen und verkaufen sollen. Und haben wir da schon mit in Kontakt geknüpft. Und wie gesagt, die Abenteuer in Allrad ist natürlich die beste Messe eben für sowas, um die Kontakte herzustellen und ja, den Anfang zu machen. Ja, vielen, vielen Dank, Fabian von den Offroad Monkeys. Und ja, wieder viel gelernt. Gesehen habe ich es schon ganz oft, natürlich in der Landy-Szene, die da ist. Und vielleicht ja demnächst Jeep Wrangler, er denkt drüber nach. Ja, danke. Tschüss, Fabian. Ciao, mach's gut.